Wir befinden uns hier auf der Golfanlage München Nord Eichenried, einer der schönsten Golfanlagen in Deutschland. Bekannt ist diese Anlage auch durch das große Profiturnier, wo die besten Profis der Welt sich alljährlich zur BMW Open treffen. Herr Dr. Golf, hallo, mein Name ist Ute Schmidt, wir sind für heute verabredet. Ja, hallo Ute, schön, dass Sie da sind. Sie möchten Golf spielen lernen. Ja, was heißt eigentlich Dr. Golf? Dr. Golf nennen mich die Golfer, weil ich ihnen nicht nur das Golfspielen beibringe, sondern auch dieses Spiel nach sportwissenschaftlichen Kriterien untersuche. Gut, Ute, wir brauchen jetzt erstmal eine Grundausrüstung, um mit dem Spiel loslegen zu können. Und dafür gehen wir in den Pro-Shop. Komm. Okay. So, Ute, hier haben wir ein komplettes Golfbag mit voller Ausrüstung, nämlich 14 Schläge, 9 Eisen, einen Putter. Nehme ich? Ja, gebe ich dir gerne. Und 4 verschiedene Hölzer. Was hat es damit auf sich, diese 9 Eisen für unterschiedliche Längen und diese Hölzer, um gerade weite Schläge machen zu können? Wir benötigen aber für den Anfang zunächst erstmal nur 4 Schläge, nämlich den Putter, den du jetzt schon in den Händen hältst, ein Sandeisen, ein 7er Eisen und ein 5er Holz. Das sollte ausreichen, dass wir zunächst erstmal ein bisschen in die Gänge kommen und dass wir damit die Platzerlaubnis erspielen können. Schauen wir uns diesen Schuh an. Der hat so ein paar Plastikknoppen. Das bringt diese Grifffestigkeit, damit wir auf dem Gras nicht rumrutschen und drücken darf er nicht. Ja? Okay. Schauen wir jetzt mal hier rüber. Wir brauchen noch ein paar Golfbälle. Und dafür nehmen wir uns hier 6 Golfbälle mit auf den Platz. Und wir brauchen auch ein paar Tees. Die Grundausrüstung haben wir jetzt. Und jetzt können wir richtig loslegen. Ich bin gespannt.